ist Leowin von Elsternberge, erster Ritter des Hauses von Elsternberge. Er sieht unglaublich gut aus, sein Haar leuchtet wie die Praios-Scheibe und seine Augen sind so scharf wie die eines Falken. Er ist den ganzen Weg aus Gareth alleine hierher geritten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, sein Pferd ist wirklich riesig. Da kann man schon glauben, dass es einer Rotte Schwarzpelze ausweichen konnte. Er ist bestimmt auf einer wichtigen Queste. Vielleicht muss er irgendwo eine Heldentat bestreiten. Ich meine, nicht, dass er nicht schon welche bestritten hätte. Und... Aurea und Ektor hatten nur wenig von diesem Ritter mitbekommen. Er war, als sie die Taverne betreten hatten, so gut wie auf dem Weg in sein Zimmer gewesen, um sich auszuruhen. Aber irgendwie schienen alle total vernarrt in diesen Neuankömmling zu sein. Sie wechselten einen langen Blick. Seit sie mit Vanya aus der Taverne in Ektors Zimmer im Travier-Tempel gegangen waren, und dafür hatten sie Vanya regelrecht aus der Taverne herausziehen müssen, redete auch sie von nichts anderem mehr als diesem Leowin. Ja, Vanya, wir haben ihn auch gesehen. Vergiss nicht, ab und zu auch mal Luft zu holen. Und woher willst du überhaupt wissen, dass seine Augen scharf wie die eines Falken sind? Die Zwergin runzelte die Stirn. So hatte sie ihre Freundin bisher noch nie erlebt. Hatte dieser Fremdling vielleicht einen Zauber über sie geworfen? Seit dieser Ritter aufgetaucht war, verhielt sich Vanya wirklich komisch. Und wie sie so in leuchtenden Bildern von diesem Edelmann sprach, das schien Ektor auch nicht zu gefallen. Er hatte diesen leicht verzweifelten und enttäuschten Ausdruck auf dem Gesicht. Wenn sie es nicht besser wüsste, dann hätte sie geschlossen, dass Ektor jetzt speiübel war. Dann aber klärte sich abrupt sein Blick. Ja, der Herr von Elsterberge scheint ein ganz großartiger Mensch zu sein. Auf solche wie ihn blicken die Götter stets mit Wohlwollen. Oh, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe? Das dürre, schwarzhaarige Mädchen beugte sich über die Tischkante. Jetzt hockte sie wie eine Krähe im Kornfeld auf der Tischkante, während sie ihre Freunde mit leuchtenden Augen fixierte. Es gab ein Zeichen. Heute Morgen, bevor ich euch getroffen habe. 11 Elstern sind über den Himmel gezogen, in Richtung Dorf. Sie deuten auf ein Ereignis hin, das man nicht verpassen sollte. Nun beugte sich Aurea ebenfalls über den Tisch und blickte Vanya mit einem zwergisch-stoischen Blick ernst ins Gesicht. Du sprichst in Rätseln. Ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte? Ist das nun gut oder schlecht? Und wieso hat ihn sein Weg ausgerechnet zu uns geführt? Wir sehen hier ja eher selten Reisende, vor allem nicht so hohe Herren. Und wieso ist er alleine unterwegs? Reisen Ritter nicht normalerweise mit Gefolge? Krieg dich ein, Vanya, du übertreibst. Vanya, ich weiß nicht. Omen und dergleichen gibt es, keine Frage. Aber aus dem Elsternflug ist vielleicht doch etwas gewagt. Und ich stimme Aurea zu. Hohe Herren reisen doch immer mit Gefolge. Zumindest einem Knappen oder einem Herold oder so jemandem. Wenn er auf einer Queste ist, sollte das Dorf ihm natürlich einen Schlafplatz und Proviant mitgeben. Und dann kann er ja schnell weiter, um seiner Aufgabe nachzukommen. In Erlenruh gibt es nun wirklich nichts, was einen Ritter kümmern könnte. Irgendwas stimmt da nicht. So viel Unglaube und dabei befinden wir uns in einem Tempel. Hat denn keiner von euch beiden Augen im Kopf? Ich meine es ernst. Meine Großmutter kann aus den Vögeln Ereignisse ablesen. Wir wollen nicht das Können deiner Großmutter schmälern, Vanya. Jeder im Dorf weiß, dass sie besonders ist und eine große Weitsicht besitzt. Das will ich auch meinen. Jedenfalls war sie es, die mir beigebracht hat, dass verschiedene Vögel auf verschiedene Ereignisse hindeuten. Und in diesem Fall waren es 11 Elstern. Vanya machte eine bedeutungsvolle Pause, um ihren Freunden Gelegenheit zu geben, von selbst auf die Lösung zu kommen. Aber das, was ihr begegnete, waren vor allem unverständige Blicke. Wirklich? Hat keiner von euch auf sein Wappen geachtet? Wie hätte ich das denn deiner Meinung nach anstellen sollen? Du bist ganz vorne gesessen und hattest freie Sicht. Als Ektor und ich angekommen sind, haben wir gerade noch so einen Blick auf sein Hinterteil werfen können. Aber hören konnten wir ihn draußen auch ganz gut. Wenn er denn so toll und ohmbehaftet ist. Vielleicht sollte ich mich ihm anschließen, wenn er weiterzieht. So ganz ohne Gefolge zu reisen, ziemt sich nicht für einen Mann seines Standes.
Wenn du schon sagst, dass das ein Zeichen ist, warum dann nicht für mich? Zuerst wollte Aurea ihre Freundin mit dieser abstrusen Idee zur Vernunft bringen. Doch einmal ausgesprochen, klangen ihre Worte so real und so passend. Ja, warum nicht? War das die Lösung? Hector sah etwas verzweifelt zwischen den beiden Mädchen hin und her. Vanya war etwas zu sehr von diesem Ritter angetan, und Aurea wollte diesen jetzt auch noch als Vorwand nutzen, um sich aus dem Staub zu machen. Und was sollte er dann machen? Die beiden waren seine einzigen Freunde. Innerlich verfluchte er Leovin. Wäre er nicht aufgetaucht, hätte das ein so guter Tag werden können. Immerhin hatte er lange nicht mehr so viele Worte mit Vanya geredet wie heute. Während er noch grübelte, ging die Diskussion der beiden Frauen weiter. Ja, Aurea, das könnte sein. Dann ist ja auch dein Problem gelöst. Seht ihr? Omen helfen. Aber was machen wir, wenn ich mich irre? Dann ziehst du mit diesem fremden Ritter ein Abenteuer. Vielleicht gefährliche Abenteuer. Hector, wir können sie doch nicht alleine losziehen lassen, oder? Vor allem nicht in ein gefährliches Abenteuer. Psst, nicht so laut. Nachher hört dich noch jemand. Das ist nichts, was ich an die große Glocke hängen möchte. Aurea sah sich um, ob jemand in der Nähe war. Nicht, dass irgendwer diese Unterhaltung hörte und ihre Pläne an ihren Vater verriet. Man konnte ja nie vorsichtig genug sein. Was willst du damit sagen? Na, das werde ich natürlich begleiten. Dafür sind Freunde doch da. Wir sollen einfach alle zusammen weggehen? Und wohin dann? Wir wissen doch gar nicht, wohin der Ritter will und was er da zu tun gedenkt, wo auch immer da sein soll. Und der alte Patras schafft es nicht mehr ohne mich. Vanya, ich bin ein angehender Geweihter und habe Eide geschworen. Was wird denn die Göttin Travia von mir denken, wenn ich auf Reisen gehe, ohne die Würden empfangen zu haben? Und deine Großmutter wirst du doch sicher nicht allein lassen wollen, oder? Genau. Wie Hector schon gesagt hat, wir wissen doch noch gar nicht, wo der Herr von Elsternberge hin möchte. Ihr könnt mir doch nicht in ein so ungewisses Schicksal folgen. Außerdem habt ihr doch beide eure Verpflichtungen hier. Die Zwergin hatte sich früher oft Gedankenspielen hingegeben, bei denen sie zusammen in die Welt hinausgezogen waren und gemeinsam wilde Abenteuer erlebten. Und nun schien das alles greifbar vor ihnen zu liegen. Das war irgendwie toll und aufregend, machte ihr aber auch Angst. Deswegen versuchte sie, an die Vernunft der beiden zu appellieren. Das war ihre Sache. Sie hatte keine andere Wahl, aber ihre Freunde, so gerne sie sie immer um sich hätte, wollte sie doch in Sicherheit wissen. Während Aurea noch nachdachte, wurde es schlagartig still im Raum, als die drei tatsächlich Schritte die hölzerne Treppe heraufkommen hörten. Vanya hatte gerade tief Luft geholt, um etwas zu sagen, verstummte dann aber, als sie die Geräusche hörte. Psst, da kommt wer. Wer könnte das sein? Hector? Hector, bist du da? Hector! Du wolltest doch den Schweinetrog mit Wasser füllen. Oh, Besuch. Travia zum Gruße, Vanya und Aurea. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr hier gesehen. Ei, ei, ei. Gleich zwei Mädchen auf deinem Zimmer. Dein Vater wäre stolz auf dich, Hector. Vanya und Aurea ignorierten die Scherze des Alten und die beiden lächelten den Geweihten an. Hectors Gesicht hingegen bekam eine puterrote Farbe. Travia zum Gruße. Wie geht es den Gänsen? Travia zum Gruße, Vater Patras. Ich hoffe, es geht euch gut. Vater Patras! Den Schweinetrog. Ja, das habe ich durch die Ankunft des Ritters total vergessen. Ich werde das sofort nachholen. Tut mir wirklich leid. Bei der heiligen Jalsekena, Hector. Wie oft muss ich dir noch sagen? Zuerst die Pflicht und dann das Vergnügen. Nun lauf! Die Schweine verdursten sonst. Nee. Da bekommt unser Dorf einmal Besuch eines solchen Edelmannes.
Und dann verdursten mir deswegen die Schweine. Travia, hilf. Na los, Vanya, Aurea. Ihr beide könnt mir gern so lange bei den Gänsen zur Hand gehen, wenn ihr mögt. Sie mögen es doch immer so, wenn Vanya sie streichelt. Ich denke, sie haben dich schon vermisst. Schön, dass du endlich mal wieder vorbeischaust. Ich hoffe, deiner Großmutter geht es gut. Grüß sie doch bitte von mir. Aurea sprang auf und strich sich die Röcke glatt, während sie Ektor einen tadelnden Blick zuwarf. Aber natürlich gerne doch. Da müsst ihr uns doch nicht lange darum bitten. Auch Vanya erhob sich und folgte Ektor und Aurea die Treppe hinunter. Dass Ektor die Schweine vergessen hatte, war wirklich typisch. Also, Vater Patras, ich wäre natürlich gerne öfter gekommen. Aber es gab viel zu tun. Meine Großmutter und ich müssen hart für das Wenige arbeiten, was wir brauchen. Seit meiner... Auf einmal legte sich die Schweigsamkeit über Vanya. Eine Schwere schien auf ihren Schultern zu lasten. Und auch nicht mehr weichen zu wollen. Ja, ich weiß, Mädchen. Aber ich habe deiner Großmutter auch schon oft gesagt, wenn sie etwas braucht, steht der Tempel für sie jederzeit offen. Sag ihr das doch bitte noch einmal. Ich denke, dieses Gebäude und auch die Tiere könnten ein wenig weiblichen Flair gut vertragen. Und solange wie deine Großmutter und ich uns kennen, da sollte kein Stolz im Weg stehen. Dafür sind Ektor und ich da, Vanya. Wir helfen euch sehr, sehr gerne, hörst du? Das wissen wir, Vater Patras. Wir danken euch für euer Angebot, aber ich glaube, wir kommen zurecht. Auch wenn Großmutter immer von eurem Umgang mit den Gänsen schwärmt, muss ich zugeben. Ach, tut sie das? Ein Lächeln umspielte das Gesicht des alten Mannes. Währenddessen warf Aurea einen Blick an der Seite auf Vanya. Sie wusste, dass sie es nicht leicht hatten, konnte aber auch verstehen, dass sie und ihre Großmutter zu stolz waren, um die Almosen des Tempels anzunehmen. Wenn Vanya nun sie begleiten würde, dann würde ihrer Großmutter wahrscheinlich aber nichts anderes übrig bleiben, als sich an den Tempel zu wenden. Aber der alte Patras allein würde ihr da nicht helfen können. Somit war es eigentlich auch ausgeschlossen, dass Ektor sie begleiten konnte. Während Ektor wohl betreten, schweigend und schnellen Schrittes zum zweiten Mal an diesem Tage zum Brunnen eilte, der Tadel des alten Patras hatte ihn sehr getroffen, begrüßte lautes Schnattern die anderen drei, als sie in den Hof traten. Die Schar großer Hausgänse fand sich schnell am Zaun ein, in Erwartung einiger Leckereien. Sie waren prächtige Tiere, mit langen Hälsen und kräftigen Schnäbeln. Das Lächeln kehrte wie von Zauberhand beim Anblick der Tiere auf Vanyas Gesicht zurück. Viele von den Tieren kannte sie schon, seit sie Küken gewesen waren. Vater Patras, habt ihr nicht einmal erzählt, dass ihr als junger Novize auf Wanderschaft gewesen seid? Ja, Vanya, das bin ich wohl. Ich bin durch den Kosch gezogen. Es war eine gute Zeit, aber auch sehr, sehr schwer. Oftmals musste ich betteln, um etwas zu essen zu haben. Aber die Herrin Travia hat es immer gut mit mir gemeint. Und als ich auf meinem Weg auf eine verfallene Scheune traf, die zwischen zwei Gutshöfen vor sich hingammelte, da wusste ich, ich bin am Ziel. Weißt du, Vanya, außer den zwei Bauersleuten und deiner Großmutter wohnte damals niemand hier. Ja, und nun sieh, was daraus geworden ist. Die Götter halten manchmal sehr eigenartige Wege für uns bereit. Als junger Bursche hätte ich mir nie träumen lassen, einen Tempel zu gründen und so dazu beizutragen, dass ein ganzes Dorf entsteht. Welch größere Ehre kann man der Herrin zuteil werden lassen, als einen familiären Zufluchtsort zu schaffen. Ach ja, die gute alte Zeit. Aber wieso interessieren dich die wirren Geschichten eines alten Mannes?
Oh, ich denke nicht, dass sie wirr sind, Vater Patras. Ich glaube, wir können viel aus den Erfahrungen lernen, die ihr und andere in eurer Jugend gemacht habt. Sie warf Aurea einen bedeutungsvollen Blick zu. Ich meine, die Wege der Götter sind unergründlich. Wie ihr schon sagtet, wer hätte gedacht, dass am Ende ein Tempel dabei entsteht? Ich bin mir sicher, dass eure Erlebnisse euch viel gelehrt haben. Alle unsere Erlebnisse prägen uns, kleine Vanya. Alle tun das im Guten wie im Schlechten. Aurea hörte aufmerksam dem Gespräch zu, welches Vanya so geschickt eingefädelt hatte. Es war schwer, sich vorzustellen, wie Patras als junger Geweihter auf Reisen war. Kannte sie ihn ja auch nur als alten, gebrechlichen Mann. Bitte, Vater Patras, erzählt uns davon. Wir alle lieben Geschichten. Abgehetzt und völlig außer Atem rauschte Ektor mit zwei schweren Wassereimern in der Hand an ihnen vorbei zu den Schweinen herüber. So. Wasser für mich. Puh. Ich glaube, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Habe ich was verpasst? Vater Patras wollte uns gerade von seinen Erlebnissen als wandernder Novize erzählen. Und darüber, wie seine Reisen ihn auf seinen Dienst für die Göttin vorbereitet haben. Ja, mach das doch, Vater. Das wäre wirklich lieb. Ich bin auch fast fertig. Und mit einer guten Geschichte geht einem die Arbeit auch leichter von der Hand. Und wir wollen ja nachher auch nochmal zu unserem Gast. Aber Arbeit vor Vergnügen. Ektor war nicht ganz klar, was Vanya bezweckte. Warum wollte sie, dass Patras ihnen eine Geschichte erzählte? Sie wusste doch genau, dass er dann so schnell nicht mehr aufhören würde, in Erinnerungen zu schwelgen. Aber da sie schon als Kind nicht auf den Mund gefallen war und es gut verstand, Pläne auszuhacken und einzufädeln und umzusetzen, würde er versuchen mitzuspielen. Nicht, dass er in seiner Tollpatschigkeit ihren Plan noch zunichte machte, was auch immer der war. Und Patras begann zu erzählen, während die drei sich um die Tiere kümmerten. Vanya schien ganz besonders gut zuzuhören und stellte immer wieder geschickt einzelne Fragen, brachte Anmerkungen hier oder da oder ein Lächeln in das Gespräch ein. Immer wenn aus Patras Erzählungen hervorging, wie viel Reife und Erfahrung er gesammelt hatte, konnte man einen zufriedenen Zug um den Mund des jungen, dürren Mädchens erkennen. Die Zeit verflog, während sie im Tempel halfen und der Geschichte lauschten. Das einzige Problem stellte in der Tat nur Patras selbst dar. Denn wie Ektor es sich schon gedacht hatte, wenn der alte Mann einmal anfing zu erzählen, hörte er nicht mehr auf. Und sich seinem Geschichtenerzählen zu entziehen, war eine Fähigkeit, die jeder im Dorf eigentlich über die Jahre hinweg perfektioniert hatte. Als die drei Freunde den Tempel endlich verlassen konnten, um zur Taverne zu schlendern, um nach dem Ritter zu sehen, war die Preios-Scheibe schon weit über den Himmel gewandert und im Sinken begriffen. Die Arbeit im Dorf kam zum Ende und man hörte Stimmen aus Richtung der Taverne. Schnell hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass ein echter Ritter in das Dorf gekommen war, und alle Einwohner wollten ihn sehen und seine Geschichten hören. Die Taverne erschien deswegen voller als sonst. Selbst diejenigen, die das gesellige Beisammensein in der Regel mieden, hatten sich aufgemacht, um den Ritter zu sehen. Nur Vater Patras, die Zwerge und Vanyas Großmutter waren nirgends zu sehen. An den verschiedenen Tischen versammelten sich die Leute. Es wurde gegessen und getrunken, aber die privaten Gespräche wurden auf ein Minimum beschränkt. Leowin von Elsternberge saß an dem zentralen Tisch der Taverne, umgeben von neugierigen Augen und Ohren, die an seinen Lippen hingen. Vor ihm auf dem Tisch stand ein halbleerer Bierkrug und ein Holzteller. Seine Wangen hatten eine leichte Röte angenommen, während er mit ausladenden Bewegungen seine Geschichten zum Besten gab. Als Aurea, Ektor und Vanya die Taverne betraten, erzählte er gerade sein drittes Abenteuer. Doch von diesem bekamen die drei auch nur das letzte Drittel mit. Sich geschickt zwischen den Menschen hindurch bewegend, manövrierte Vanya ihre beiden Freunde auf den einzigen Tisch zu, der noch freie Plätze hatte. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel verpasst.
Die Geschichten von Patras können wir ja jeden Tag hören. Aber wann haben wir schon mal einen echten Ritter in der Stadt? Ektor, rutsch noch ein bisschen, sonst sehe ich wieder nichts außer dem Hintern von Andrik. Klar, warte. Und wer will denn schon den Hintern von Andrik sehen? Die Zwergin drängte sich dicht an Ektor und schob ihn dabei halb von seinem Stuhl, um einen Blick auf Leovin ergattern zu können. Nach den Schwärmereien von Vanya hatte sie eine etwas prächtigere Gestalt erwartet, aber vielleicht waren die menschlichen Maßstäbe einfach andere. Sie sah sich in der Taverne um, ob nicht vielleicht doch jemand aus seinem Gefolge anwesend war, den sie beim ersten Mal lediglich übersehen hatten, oder der mit der Versorgung der Pferde beschäftigt gewesen war. Ich würde wirklich gerne wissen, warum er ohne Gefolge reist. So neugierig wie Aurea war Ektor zwar nicht, aber die Frage nach der fehlenden Gefolgschaft beschäftigte ihn auch. Er hatte noch nie von einem Ritter gehört, der allein reiste. Nicht einmal mit einem Knappen reiste dieser. Er sah jedoch, wie die beiden Mädchen aufgeregt ihre Hälse nach diesem Mann ausstreckten und brachte es nicht über das Herz, seine Bedenken zu äußern. Stattdessen sprach er ihnen Mut zu. Vielleicht suchte er nach einem Knappen aus den Dörfern, um ihn auszubilden. Das könnte natürlich sein. Aurea stieß Ektor mit dem Ellenbogen sanft in die Rippen. Schade, dass du schon eine andere Bestimmung hast, Ektor. Sonst könntest du dich dafür melden. Was meinst du, was die Jungs im Dorf für Augen machen würden, wenn du in ein paar Jahren als stattlicher Ritter hierher zurückkehren würdest? Sicher würden sie sich für jedes böse Wort schämen. Meine Frau würde dafür ja kaum in Betracht ziehen. Vielleicht, wenn ich mir die Haare abschneide und mich verkleide? Wenn du dich verstellen musst, würde ich es nicht machen. Du bist keine gewöhnliche Frau. Du bist eine Zwergin. Das ist besser als jeder menschliche Knappe. Die junge Frau zwinkerte ihrer Freundin zu und streckte den Hals noch etwas mehr, um einen Blick auf den Ritter erhaschen zu können. Frag ihn einfach. Am besten, wenn er betrunken ist. Betrunkene sind leicht zu überzeugen. Und ein Ritter muss sein Wort halten, egal in welchem Zustand er es gegeben hat. Meinst du? Aber wäre das nicht irgendwie unehrenhaft? Ach, Ehre. Ehre ist das, was Ritter und Edelleute brauchen, um unter ihresgleichen zu existieren und sich ohne Konflikt mit dem Gesetz umbringen zu können. Deshalb ist sie ein nützliches Werkzeug für unser Eins. Abgesehen davon ist es nur zu seinem Besten. Wenn du dich nicht traust, lass mich nur machen. Betrunkene Männer sind wirklich nicht schwer zu überzeugen. Ektor lauschte mit wachsender Sorge dem Gespräch seiner beiden Freundinnen. Nun starrte er Vanya mit einem entsetzten Blick fassungslos an. Nein, das konnte und dürfte so nicht gehen. Und was sie im Nebensatz gesagt hatte, dass betrunkene Männer leicht zu etwas zu bewegen waren, versetzte ihm einen Stich, auch wenn er nicht ganz genau benennen konnte, warum das so war. Sie hatte sich scheinbar mehr verändert, als er gedacht hatte. Moment mal. Zum einen würde ja nichts dagegen sprechen, wenn du dich als Knappin vorstellst. Aber was du da vorschlägst, Vanya, ist Betrug. Und für einen Rondrianer gibt es nichts Wichtigeres als die Ehre. Wenn er ein Eid leistet vor seiner Göttin, weil er betrunken ist, kann ihn das seine Ehre kosten. Rondra könnte ihre Gunst von ihm abwenden. Außerdem sollte Ehre und Anstand für jeden von uns wichtig sein. Ehre, Anstand, Wahrheit. Auf diesen Pfeilern ruht eine Gemeinschaft. Wenn man dagegen verstößt, zieht das immer Unheil nach sich. Für sich und andere. Erstens kann man sich nicht als Knappe vorstellen. Zum Knappen muss man gemacht werden. Zweitens, wenn ihm seine Ehre wirklich so viel bedeutet, wird er sich nicht besaufen und schon gar kein Eid leisten. Und drittens musst du ja nicht mitmachen, Ektor. Für Aurea ist es eine sehr gute Chance, aus dem Dorf zu kommen. Und wenn sie das geschafft hat, steht ein Ritter zwischen ihr und ihrer Sippe. Vanya warf Ektor einen abschätzigen Blick zu. Ehre, Anstand und Wahrheit. Dass sie nicht lachte. Die Welt war auf Lügen und Geheimnissen aufgebaut.
Wenn jeder im Dorf so anständig wäre, seine ganzen kleinen, schmutzigen Geheimnisse zu offenbaren, würde hier schon längst nichts mehr so stehen. Hector hatte ja keine Ahnung. Ihm war alles immer in den Schoß gefallen und wirklich anstrengen hatte er sich nie müssen. Das hat ihn unglaublich naiv bleiben lassen. Da war es leicht, von Ehre und Anstand zu faseln. Es liegt an dir, Aurea. Wie willst du es angehen? Aurea sah zwischen ihren Freunden hin und her und dachte nach. Vanyas Vorschlag würde ihr vermutlich eine schnelle Möglichkeit bieten, aus dem Dorf zu verschwinden. Aber die Einwände von Hector waren ja nicht ganz unbegründet. Was war von einem Versprechen zu halten, welches nicht bei klarem Verstand abgegeben worden war? Und war ein mehr oder weniger erzwungenes Versprechen eine gute Voraussetzung für eine Reisegemeinschaft? Sie grübelte noch ein paar Augenblicke darüber nach und sprang dann unvermittelt von ihrem Stuhl auf. Hört auf, euch zu streiten. Ich werde ihn ganz einfach direkt fragen. Und damit schob sie sich zwischen den Leuten durch, zielstrebig auf den Ritter zuhaltend. Die beiden sahen zu, wie die stämmige Zwergin zwischen den anderen Tavernenbesuchern verschwand. Beständig kämpfte sie sich ihren Weg durch die Menge. Vanya warf Hector nur einen Seitenblick zu, den dieser aber nicht zu bemerken schien. Ihm schienen ihre Worte sehr zugesetzt zu haben. Die Stille zwischen ihnen war unangenehm drückend, so dass sie es nicht lange aushielt und aufsprang, um Aurea zu folgen. Der Travianovize blickte auf und seufzte, als er sah, wie Vanya der Zwergin folgte. Dann erhob er sich ebenfalls, denn alleine wollte er die beiden jetzt natürlich auch nicht lassen. Gespielt enthusiastisch rief er ihnen nach. Aurea, mach du nur. Es wird alles gut werden. Aurea musste sich mit Hilfe ihrer Ellenbogen Platz machen, um zu dem Ritter zu gelangen. Die Menschen nutzten die Erzählpause, um sich mit frischen Getränken zu versorgen und strömten zur Theke. Aber sie war es ja gewohnt, allenthalben übersehen und angerempelt zu werden, auch wenn sie es manchmal ganz schön zornig machte. Sie wusste ja, dass die meisten keine böse Absicht dahinter hatten. Sie erreichte den Tisch in dem Moment, als Leovin von Elsternberge den Bierkrug wieder absetzte, den er gerade eben mit einem Zug geleert hatte. Guten Abend, Herr von Elsternberge. Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr uns an euren Abenteuern teilhaben lasst. Wir haben selten solch hohen Besuch in unserem Dorf. Aber entschuldigt bitte meine Neugier. Was hat euch denn zu uns geführt? Und reist ihr allein? Meine Freunde und ich waren immer der Meinung, dass ein Ritter mit einem Gefolge, aber zumindest mit einem Knappen unterwegs ist. Aurea beugte sich verschwörerisch näher zu dem Ritter und sprach nun leiser. Oder seid ihr in einem geheimen Auftrag unterwegs? Oder sucht ihr gerade nach einem neuen Knappen? Vielleicht einer knapp hin? Wohin soll euch der Weg als nächstes führen? Wartet irgendwo eine holde Maid auf euch? Leovin stutzte, als die Zwergin mit ihrem Fragengewitter loslegte. Langsam, langsam, Rondra zum Gruße, kleine Fremde. Du hast ja viele Fragen. Soll ich die alle auf einmal beantworten? Weißt du was? Wieso holst du mir nicht einen Humpen Zwergen-Ale von der Theke? Und dann stoßen wir zusammen an. Du verrätst mir, wie du heißt, junge Dame, und ich erzähle dir vielleicht von meinem geheimen Auftrag. Ich wollte eh noch eine Geschichte erzählen. Eine grausige und gruselige Geschichte. Immerhin wirst du danach die traurige Wahrheit wissen, warum ich ohne Knappe reise. Ich sage nur, Schwarzpelzschamanen und ein Lindwurm sind keine gute Kombination. Das kannst du mir glauben. Aber erst brauche ich noch etwas zu trinken. Entschuldigt bitte, ich habe wohl vor lauter Aufregung meine Manieren ganz vergessen. Wir haben ja nicht so oft solch hohe Herren zu Gast. Mein Name ist Aurea. Aurea Pottbrauer. Welche Ehre, euch kennenzulernen. Euer Zwergen-Ale sollt ihr bekommen. Einen Augenblick, ich bin schon auf dem Weg. Die Zwergin machte auf dem Absatz kehrt, um sich auf den Weg zur Theke zu machen und prallte unsanft mit Vanya zusammen, die dicht hinter ihr gestanden hatte. Oh, Vanya, Hector, stellt euch vor, es gibt eine Geschichte, warum er ohne Gefolge unterwegs ist und er ist wohl in einem geheimen Auftrag unterwegs. Vielleicht hattest du ja recht, was das Ohm angeht. Aber zuerst braucht der edle Herr noch ein Bier. Lasst mich bitte durch. Hab ich doch gesagt. Ihr solltet mir einfach vertrauen. Ich hab das im Gefühl. Geh. Geh das Bier holen. Ich rette dir deinen Platz in der ersten Reihe. Komm, Hector, wir machen auch ja etwas Platz. Hector und Vanya gaben ihr Bestes im Gedränge, um am Tisch Platz zu schaffen.
Doch als Aurea mit großem Bierhumpen voller bestem Zwergenbier an den Tisch zurückkehrte, hatten sie es immer noch nicht geschafft. Denn Andrik und seine Freunde schubsten schon wieder von der anderen Seite. Boah, Andrik! Kannst du das bitte mal sein lassen? Jetzt zerquetscht man ja noch! Hector ballte die Fäuste und stemmte sich noch energischer gegen die auf sie eindringenden Jungen. Ja, klar, Gänsejunge! Bitte, bitte, mi, 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 mi! Hört ihr was, Jungs? Also ich nicht! Wir sind jetzt hier! Verzieht euch! Mit einem letzten rüpelhaften Stoß schubste Andrik den dicken Borodan gegen Hector, der dessen Gewicht nicht standhalten konnte und Vanya mit sich zu Boden riss. Aurea, die hinter den zwei die Bierhumpen jonglierte, hätte sie beinahe fallen lassen müssen. Ah! Ausgerechnet Andrik. Wenn der den Mund aufmachte, fiel ihm sofort das Stroh aus dem Kopf. Vanya spürte, wie ihr heiß wurde. Es fühlte sich an, als würden 1000 Ameisen unter ihrer Kleidung entlangkrabbeln. Feuerameisen. Hector, der gerade versuchte, von ihr herunterzukommen, schien davon nichts zu bemerken. Sie sah aus den Augenwinkeln, dass er irgendetwas sagte, aber sie konnte es nicht wirklich hören. Und während Vanya beobachtete, wie Andrik sich in seiner neu gefundenen Männlichkeit badete, spürte sie, wie die Wut in ihr hochkochte. Es war, als würde ein Blitz von ihr auf Andrik überspringen, genau in dem Moment, in dem sie sich wünschte, er würde sich die Nase an der Tischkante brechen, ruckte Andriks Kopf von einem Schlag getroffen zur Seite. Ah! Was zum... Tut mir wirklich leid, Vanya. Hast du dir wehgetan? Kannst du aufstehen? Was? Das schwarzhaarige Mädchen starrte Hector mit aufgerissenen Augen an. Andrik unterdes hatte sich auf der Stelle wieder zu ihnen umgedreht und suchte nun nach dem, der ihn den Schlag versetzt hatte. Das konnte eigentlich nur dieser Gänsejunge gewesen sein. Mit wütendem Schnauben packte er Hector an der Robe. Du! Was hast du? Jetzt ist aber mal gut, Freunde. Aufhören! Wie könnt ihr es wagen, einen Novizen der Göttin des Herdfeuers und seine Freundin herumzuschubsen? Habt ihr nicht einen Funken Ehre im Leib? Geht mir aus den Augen! Andrik wollte gerade etwas erwidern, als Leovin sich erhob und zur vollen Größe aufrichtete. Ich habe gesagt, ihr sollt gehen. Bei Rondra, ich dulde keine ehrlosen Rüpel in meiner Gesellschaft. Für euch ist der Abend vorbei. Kommt ihr zwei, setzt euch mit Fräulein Pottbrauer zu mir. Das ließen sich die drei nicht zweimal sagen und rutschten schnell auf die Bank neben Leovin, während Andrik und seine Freunde sichtlich verärgert von dannen zogen. Und dann begann der Ritter zu erzählen. Eine atemberaubende Geschichte voller Gefahren und Missgunst. Der Ritter und sein damaliger Knappe waren in einen Hinterhalt geraten und hatten ehrenvoll gegen grausige Gefahren gekämpft. Doch als die Schlacht auf des Messers Schneide stand und Leovin nur noch zum tödlichen Stich mit der Lanze gegen den feuerspeienden Lindwurm hätte ansetzen müssen, floh der feige Knappe voll Panik vor dem Feuerschwall, statt seiner Pflicht nachzukommen, Leovin seine Waffe zu reichen. So schaffte es das exische Gezücht, den Ritter niederzuringen, und nur durch ein Wunder Rondras hatte dieser diese Attacke überlebt und einen letzten verzweifelten Streich mit seinem Schwert geführt und so das Ungeheuer besiegt. Als Leovin geändert hatte, fügte er mit einem Blick auf Aurea hinzu. Und deswegen reise ich seit jeher ohne Knappe. Der Bursche hatte nicht den Schneid, den ein echter Ritter brauchen würde. Nein, sollte ich mir je wieder einen Knappen nehmen, muss dieser stark sein. Stur wie ein Gebirge und zäh wie das teuerste Leder. Er muss den Mut besitzen, Wege zu gehen, die kein anderer beschritten hat. Er muss Ehre und Güte in seinem Herzen vereinen und die Leidenschaft besitzen, Gutes zu tun, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Er muss sich an der Welt beweisen, bevor er den Weg des Schwertes wählen kann. Denn das ist es, was ein wahrer Ritter braucht. Aureas Augen leuchteten auf, als die Geschichte endete und Leovin sie persönlich anzusprechen schien. Zäh wie bestes Leder. Stur wie ein Gebirge, mutig. Ja, das alles war sie.
Als der Applaus losbrandete, blickte sie auch kurz in die begeisterten Gesichter ihrer Freunde und dann verstohlen zu Leowin, der sich im Applaus der Menge zu sonnen schien, und flüsterte dann vor sich hin. Ja, edler Herr von Elsternberge, ich nehme die Herausforderung an.